Howdy, willkommen zurück zum Mario Maker. Eieiei, neues Rasi. So, jetzt müssen wir hier noch nämlich noch ein Exit machen. Das ist schön. Wir haben noch nicht mal viel zu tun. Guck mal, das ist ja nur so ein paar Meter sind das nur. Und jetzt blendet mich die Sonne hier. Oh, nein, nein, Sonne. Mach sie weg. Wir wollen doch Videospiele spielen. Ja. Willkommen zurück. Mario Maker. Ja. Darum geht's heute. Wir machen jetzt ein schönes Ende für unsere Wahnsinnsfahrt hier, die tatsächlich nicht so schwierig war, wie man es von mir gewöhnt ist, ne? Ich meine, ich mach das ja auch nicht schwierig. Ist ja jetzt nicht so, dass sich da die Leute 20 Beine ausreißen, wenn die da meine Level spielen. Außer Surprise, das ist eine Ausnahme. Oh Gott, warte, warte. So, dann machen wir das hier hin. So einen kleinen Pilzwald hier noch. Kann man den noch kleiner machen? Na, das kann man nicht. Jetzt sehe ich hier gerne nochmal die Rode. So, hier die Rode. Na, das ist auch... Das sind zwei übereinander. Hier, die Schwelle. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Das wollen wir auch nicht. Das mache ich nicht. Da fühle ich mich in meiner kompletten Funktion als Mensch total missinterpretiert. Okay, hier oben ist noch gar nichts. Obwohl doch, da können wir ja mal ein Goodie hinmachen. Was machen wir denn da hin? Hier, so ein Goodie. Das ist ein gutes Goodie. Oh ne, jetzt habe ich das hier. Das ist Schwachsinn. Okay. Das ist ein Goodie. Das ist ein gutes Goodie, ne? Wenn man da hingeht, hat man Spaß am Leben. Ich kann es ja auch nochmal mit ein paar Ausrufezeichen pflastern hier. Ne, ja, das ist... Okay, das sind ja keine Ausrufezeichen, das sind Pfeile, aber ich kann ja zumindest so machen. Da denken alle Leute, what? Bang! So zum Ende ist doch einer. Aber ich muss da auch einen Sound hin machen. Ne, ich will jetzt wissen, welcher das... Ich glaube der... Ne, das ist... Nee. Nee, aber das ist auch gut. Nee. Und welchen suche ich denn? Ich glaube, wir nehmen den hier. So. Das ist gut. Ja, das kann man so machen. Jetzt habe ich beinahe vergessen, mich mit euch zu unterhalten. Kann man da nicht noch so ein Vieh hinmachen? Und einer, der fliegt, zwei, die fliegen. Geil, die Kumpels hier. Hallo. Ich hab euch lieb. Vor allen Dingen, weil jeder oben lang geht. Und du kommst da nicht weg. Du kommst da nicht weg, da ist... Ah, das ist so frech. Den machen wir noch ein bisschen weiter nach oben. So, dann schauen wir mal, wie das hier ist. Okay. Okay. Das ist in Ordnung. Da kommt man dann vielleicht noch lang. Wie wäre es, wenn wir dann noch hier ihn hier hin machen? Damit das auch aussieht, als hätte man hier Spaß. Ich mag übrigens hier so Koopas einfach auf diese Pilze zu platzieren. Ich weiß es nicht warum. Das sind aber auch die einzigen von diesen Äffchen, die nicht einfach runterfallen. Die anderen sind ja so doof wie Bohnenstroh. Und das ist ein Vieh, das geht eigentlich nur in den Untergrund. Macht alles keinen Sinn, ne? Okay, dann machen wir das Ding mal schön. Sagt er und baut Unsinn. Nein, ich finde, es ist so. Okay, dann ist ja natürlich jetzt jeder dazu eingeladen, hier oben rauf zu klettern. Nur um zu sehen, dass man da wieder zurückkommt. Kann man da springen? Ja, kann man machen. LOL. Und dann muss man das nochmal machen. Ja, das ist wieder so ein Matty-mäßiges. Ich versuche zu exploiten und krieg dafür auf die Fresse Ding. Ja, genau so. Und dann würde ich sagen, was ist denn so ein Punkt, wo springen wir? Warte, da haben wir ja solche Linien hier. Ja, da gehen wir mal Schmackes.
Und ja. Dann. Wo war denn der Lachende jetzt? Nee. Ich vergiss das immer. Du lachst nicht. Der war hier irgendwie in der Mitte. Nee. Hier bei Hupe. Nein. Hilfe! Nee, das war's auch nicht. Das war die Samba. Hier. Vielleicht noch einen höher, falls es einer weiter schafft. Jetzt hat Mario das gefressen. Und jetzt? Was passiert, wenn Mario den hat? Okay, warte. Okay, ist das dann die ganze Zeit? Boah, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, wie man das macht. Und jetzt habe ich die Antwort. Ist das nicht schön? Das ist Secret of ich sag immer Secret of Siegfried. Das ist ja nicht Secret of Siegfried. Das ist eine Drogenfantasie hier. Guck mal. Okay, ist es. Geht das Lied jetzt noch weiter? Ja. Ist das nicht schön? Oh ja, Leute, ihr glaubt gar nicht, ich bin gerade im Rausch. Ich kann das Gefühl schlecht beschreiben, aber irgendwie fühle ich mich gut. Erster Kollege hier. Hier haben wir natürlich ein bisschen einen Perk, wenn man hier noch einen Pilz hat, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben rausfinden sollte, wie das geht. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, Leute. Ich nehme hier am Stück auf, meine Fresse. Okay. Jetzt die große Frage. Da kommt man nicht mit Anlauf rüber, aber man kann, wenn man hier weiterläuft, gucken, was los ist. Tja, so ist das. Und dann sieht man hier nämlich das Exit und dann leuchten da alle Glocken ganz lustig, während man hier die ganze Zeit diesen bekifften, komischen Mario-Dreck macht. Ja! Ah, wie wäre es mit... Wie wäre es jetzt mit einem Finish hier, mit ihm hier? Achtung, da kommt er. Ja, dann machen wir hier nochmal so eine Büchse hin. Nee, das macht keinen Sinn. Da kann man ja viel zu einfach drüber springen dann. Wir wollen Herausforderung. Minus. Minus. Was können wir denn noch da reinmachen? Hier so ein Blümchen, das schießt. Und jetzt ist hier in der Mitte, ist da auch noch was. Da muss noch so ein großer Kasper rein. Bitte schön. Tja. Okay. Kinder. Jetzt haben wir es hier. Jetzt haben wir es. Wir können ja theoretisch hier auch so eine Brücke machen, dass du da wieder hinkommst. Diese Musik ist so gut dabei. Okay, jetzt muss hier aber noch ein dicker Hammerbruder sein. Ne? Der ist ja Standard für Super Mario Bros. 3. So. Guck mal, das ist ja rassistisch. Der verändert dann die Farbe. Was passiert eigentlich, wenn man ganz viele... Oh. Ich glaube, die haben da selber keine Lust zu. Und da sagt das Spiel auch... Nein, hör auf! Hör auf! Es ist schon schlimm genug! Okay, jetzt haben wir die maximale Anzahl an Hammerbrüdern hier übereinander gestapelt. Und die werfen natürlich alle. Alle hier hin. Oh. Das ist aber lustig eigentlich, ne? Wie wär's denn, wenn man die auch noch wegbouncen muss? Ja! Aber da ist da oben, da ist er ja hier, ne? Der Kollege da oben. Das ist ja eigentlich ein zu geiles Gimmick, um das jetzt einfach mal ad acta zu legen. So. Dann würde ich sagen, hier hast du Munition. Und eigentlich bräuchtest du auch noch hier eine Munitionskiste. So, wie wär's denn mit ihm hier? Hier kommt er raus. Da kannst du theoretisch noch Munition holen. So. Und jetzt schmeißen die Jungs hier. Ist aber nur für Leute, die ein bisschen zu langsam sind.
Da wird sich der allgemeine Spieler wieder aufregen und sagen, Mädi, was machst du da denn? Aber dafür brauchen wir hier auch freies Feld. Er hier ist erstmal weg. So. Attacke! Aber eigentlich, da muss man schon besser werfen. Das ist das Problem jetzt hier, ne? Also theoretisch... Was denn, wenn man das von oben einfach so zwillt hier, so? Das reicht. Ja! Ich find's gut. Ich find's gut. Denn wenn ich das gut finde, dann reicht das auch. Der da oben ist schon sehr frech. Aber ich glaube, der muss auch... Da müssen wir noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. So. Rückgängig. Was habe ich hier rückgängig gemacht? Achso, wenn ich den gar nicht verschoben habe. So. Das kann man theoretisch erahnen, dass es da zur Sache geht. Minus. Okay. Yeah. Der muss natürlich jetzt erstmal in Wallung kommen. Ja. Und dann geht das von hier. Yeah. Und hier kann man nochmal richtig extra Leben abgreifen. Wenn man das noch nicht gemacht haben sollte vorher. Obwohl, das ist eigentlich nicht so geil. Das ist dann die freche Chose am Ende. Warum nicht? Ihr könnt es mir ja mal schreiben. Nö, dafür ist es ja da. Deswegen mache ich ja auch ein Video davon. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dieser Chose da haltet. Vielleicht findet ihr es gut, dann lasse ich es drin. Vielleicht findet ihr es nicht gut, dann sage ich, okay, war lustig gedacht, ist aber jetzt nicht so lustig geworden, wie ich gehofft hatte. Und dann, tja, machen wir es halt nicht. Was ist, wenn er hier noch fliegt? Seht ihr da ganz unten? Wurr, wurr, wurr. Boah. Das macht das Ganze ja noch viel lustiger. Oder kann so ein Block eigentlich auch getriggert werden? Da muss ich jetzt mal gucken. Achtung. Nee, du sollst ja nicht oben drauf sein. Du hast eine ganz andere Aufgabe hier. Kann so ein Block eigentlich auch getriggert werden, wenn ich jetzt hier einfach nur so durchlaufe? Nee, dann stirbt ja alles. Mein Fehler. Ich weiß... Ach so, da bin ich nicht weit genug oben. Schade. Ja, hätte ja sein können. Okay. So ist gut. So ist gut, Leute. So ist gut. Und damit ich euch nicht überfordere, mache ich jetzt hier noch ein paar andere lustige Sachen rein. Wir brauchen ja noch 2, 3 Power-Ups und einen Midway-Point. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Also theoretisch geht hier ein schöner Midway-Point. Ja, das ist gut. Und Matty-Riegel, wir brauchen ein Power-Up neben dem Midway-Point. So, da ist allerdings nur ein Pilzchen drin. Und dann gehen wir mal in den Untergrund. So. Aber hier ist kein Platz für Power-Ups. Na, hier noch ein Pilz rein. So, schön. Ja, und dann? Dann halt hier noch ein Pilz, falls du das hier verreißt vorher. Nee, das ist ja billig. Du kannst ja theoretisch mit dem Pilz, kommst ja von mir aus, kommst du bis zum Ende. Das ist doch jetzt keine Heldentat, oder? Ich kann ja... Also... Nee. Vielleicht, wenn ich sehr gnädig bin, mache ich hier noch einen hin. Aber dann da, genau. Und der wird bewacht vom kühnsten Recken aller Zeiten. Von... Ich will nicht immer die gleichen Gegner hier hinmachen. Mein Gott. Von ihm hier. Nee, von seinem Bruder. Pass auf, der ist heftig. Der kann fliegen. Und der ist groß. Boah. Nee, wenn er groß ist, dann passt das nicht mehr. Dann springt er mir dann nur im Separé rum. Nee, der haut nämlich erstmal ab. Der hat auch keine Lust. Der sieht hier seine Chance. Der sieht seine Chance. Oh mein Gott. Was eine Fantasie hier. Ich glaube, den Schwachsinn hier am Ende lasse ich sein. Obwohl, nee, ich wollte es ja zur Wahl stellen. Sagt es mir!
bis zum nächsten Mal.